Willkommen zum Mittwochsupdate vom 15.12.2021. Ja, Guillermo Gardea ist wieder in Jorvik angekommen und er hat ein neues Rennen für uns, an dem Achaltekina Mavaris und Arabat teilnehmen können. Es gibt einen Rabatt aktuell auf die Achaltekina und die Mavari, die Achaltekina der dritten Generation. Die kosten 553 Starcoins aktuell und die Mavari der dritten Generation 760 Starcoins. Und der gilt dann bis zum 12.01.2022. Ja, dann gibt es auch neue Rennen im Winterdorf, die schauen wir uns an. Das Pinguinrennen ist wieder da in Vailedale, da schauen wir hin. Die Koppel im Winterdorf hat jetzt wohl auch neue Requisiten, das schauen wir uns natürlich auch an. Und dann sind ein paar Pferde umgesiedelt worden. Und zwar der Friese der zweiten Generation, der Hannoveraner der zweiten Generation, das Jorvikische Warmblut der dritten Generation und der Lusitano der dritten Generation sind jetzt mit auf der Koppelinsel. Da schauen wir natürlich auch nochmal hin. Und nächste Woche, ja, wird es neue Winteraktivitäten geben und wir dürfen die Fotostation testen und einen Schneemann bauen. Ja, dann würde ich aber erstmal sagen, schauen wir uns die Rennen an. Hallo, ich bin Guillermo Gardea. Ich bin einer der Gründer der PVJ-Fokusrennen. So, das ist ja eigentlich immer wieder das Gleiche. Deswegen, zack, nee, starten wir das Ganze. Und ja, du kannst mit einem Araber, Mavari oder Achaltekine am Rennen teilnehmen. Bist du bereit? Dann los. 500 Erfahrungspunkte gibt das. Und wir schauen mal. Ja, da war ich zu flott unterwegs. Gehen wir das Ganze mal ein bisschen langsamer an. Ich bin mir auch nicht sicher, ob wir den Parcours schon mal hatten. Aber wir hatten ja hier schon mal einen Springparcours mit den, oder für die Hannoveraner. Achso, der Rabatt für die Pferde gilt nicht für die Pferde aus der Star Stable Horses App. Das hatte ich, glaube ich, nicht erwähnt. Das heißt, Araba, Mavari, Achaltekina aus der App kosten genauso viel wie sonst auch. So, und das scheint das Ende zu sein von dem Parcours. Sehr schön. Ja, 500 Erfahrungspunkte lassen sich auf jeden Fall sehen. Es war mir eine Freude, deinem Pferd zuzusehen. Komm wieder, wann immer du Lust hast. Aber denk daran, das Rennen wird nicht allzu lange angeboten. Ja, wie immer. So, dann schauen wir zum Pinguinrennen. Das müsste in Vailedale starten. Zumindest gibt es da ein Ausrufezeichen. Ich kann ja mal... Genau. Silversong Fluss bei Flipper und hier im Winterdorf Freies Reiten Maya und Ellie. Okay, da muss ich auch nochmal hinschauen. Das hat jetzt mit dem Update nichts zu tun. Denke ich. Vailedale Village. So, das bedeutet, genau, die Flüsse sind wieder zugefroren. Und ich meine, letztes Mal gab es hier 700 Erfahrungspunkte pro Rennen. Wir gucken mal, ob das so geblieben ist. So. Hallo Flipper und wir bekommen 3 Wintergrüße dafür. 105 Schillinge ist schon mal nicht schlecht und 700 Erfahrungspunkte. Ja, damit lässt es sich doch gut leveln. Vor allem jetzt die magischen Araber, muss ich gestehen. Mit Giuliamos Rennen und hier dem Pinguinrennen. Ja, haben wir doch so irgendwas
Slalom-mäßiges kommt doch hier. Ich glaube, für mich das schwierigste Hindernis kommt jetzt gleich. Da bin ich öfter mal letztes Jahr drin hängen geblieben. Und zwar genau diese Oxa, würde ich fast sagen. So, gehen wir erstmal ein bisschen langsamer an, damit wir hier nicht durch die Gegend rutschen und nachher ein Hindernis verpassen. So. Oh, ich doch noch erwischt. Naja. So, und da vorne müssen wir noch mal genau hier hinten in diese Bucht rein. Ich meine, um den Baum herum. Die Frage ist nur, wie rum? So rum. Schaffe ich das jetzt noch? Hm, jetzt wird es langsam echt knapp. Gib Gas. Ja, die Hindernisse sind für mich, glaube ich, die schwierigsten auf dem kompletten Weg hier. Aber wir dürften es gleich geschafft haben. Na, genau, da macht sich die Pinguine mit auf dem Weg. Und hier vorne ist das Ziel. So. Gut, dann müssen wir auf jeden Fall noch ins Winterdorf und auf die Koppelinsel. Können wir nochmal ganz kurz hier oben schauen. Gibt es da schon eine neue Winteraktivität? Nee, James ist wieder da. Dann nehmen wir den Wintergruß aber trotzdem mit. Ja. Das ist mir jetzt aber zu teuer. Gut, und dann auf ins Winterdorf. Und wenn wir dann zurück sind, gehen wir nochmal auf die Koppelinsel. So, wo müssen wir hin? Okay, also wir haben einmal hier geradeaus was und dann links rum. Gucken wir mal. Anführerin der Polarfuchs. Ist das denn... Das dürfte aber nicht kein Rennen sein, deswegen gucken wir zu dem... Rennen und machen dann die Aufgabe anderes Mal. So, irgendwo. Da ist er.
Hallöchen, in diesem Winter veranstalten wir ein ganz besonderes Rennen. Es führt dich auf eine wundervolle Reise durch den Wald und über den gefrorenen See. Aber pass auf die Pinguine auf, sie leben nahe der Strecke und könnten deinen Weg jederzeit kreuzen. Hier bekommen wir 150 Erfahrungspunkte für uns, 400 fürs Pferd, 30 Schillinge und nochmal 3 Wintergrüße. Das lohnt sich, hier jeden Tag die Rennen zu machen. Okay. Oh, hängen geblieben. Das ist schlecht. Schaffe ich das jetzt noch? Pinguin, weg da. Ah. Shit. Okay, die Pinguine halten uns an. Ja, ein komplett neues Rennen. Das gab es die letzten Jahre noch nicht, aber finde ich gut. Gefällt mir bis jetzt. Hat mal wieder was, wo man trainieren kann. So, dann machen wir hier jetzt mal Slalom. Okay, Pinguine. Oh Gott. Aber hat sehr, sehr viele Hindernisse, das Rennen. Finde ich nicht schlecht. Okay, da konnte ich jetzt durchlaufen. Okay, und geschafft. Sehr schön. Cool, und das können wir nochmal machen, aber nur heute können wir es zweimal machen und bekommen dafür Belohnung, das mache ich dann aber später. Ich würde sagen, wir gucken jetzt nochmal schnell auf die Koppelinsel, wo die Pferde hingekommen sind und ja, die Quest hier unten, das könnte ja so eine kleine Aufgabe sein, die hoffentlich ein bisschen länger dauert, deswegen würde ich die dann gesondert aufnehmen. Das Polarfuchs-Rettungsteam. Und die Frage ist jetzt aber auch nur, wo haben sie so viel Platz für die ganzen Pferde gefunden? Das interessiert mich jetzt nochmal. Soll auf dem flachen Teil der Koppelinsel sein? Also denke ich mal, auf die Koppel hier unten. Das heißt, die Pferde, die hier rumlaufen, sind alle weg. Ja. Jetzt stehen hier nur noch die Pferde zum Verkauf. Hier drüben die Friesen. Lusitanos. Ein Hannoveraner und die beiden Jorvikschen Warmblüter. Es müssten alle gewesen sein, die bei Steve standen. Weil bei Steve dann wahrscheinlich die nächste neue Pferderasse, denke ich mal, hinkommen wird. Können wir nochmal schnell zu Steves Farm gucken. Ja. Wie das da jetzt aussieht. Und dann, ja, war es das für das Update diese Woche. Ich finde es auf jeden Fall sehr schön, dass wir jetzt noch mehr Rennen haben, um auch Wintergrüße zu sammeln, denn da bin ich noch nicht so richtig gut dabei. Den Pinguin habe ich schon, aber ja, der Rest ist leider so. Ja, wir sind genau da rausgekommen, wo die Pferde standen. Alles leer aktuell. Okay. Achso, wir haben... Ich habe die Koppel vergessen im Winterdorf. Die hat ja neue Requisiten.
Das holen wir jetzt auf jeden Fall noch nach. Das interessiert mich jetzt natürlich auch, was wir da für Requisiten haben. Dann schauen wir mal. Ah. Was sind zwei Hindernisse? Cool. Aber da hinten. Achso, doch, das ist auch noch ein Hindernis. Ich wollte gerade sagen. Okay. Also einmal eine Gerade mit drei Hindernissen. Dann Parcours B. Oh, ist schon. Eine Nummer mehr. Nicht schlecht, nur was. Gut, nur was der Baum dann hier, also dieser große vor allem, der wird ja nicht mal nur kurz hingestellt sein. Das. Aber eine schöne Sache, dass hier jetzt auch Hindernisse sind. Und Parcours C. Sieht aber auch cool aus, das Hindernis. Doch, echt schön. Schade, dass das nicht immer da ist. Okay. Ja, was haltet ihr von der Koppel hier und von dem Rest des Updates? Ich finde es auf jeden Fall ganz schön, dass es jetzt zwischendurch mal Rabatt auf Pferde gibt. Klar, die sind schon länger im Spiel, aber ja, für jeden, der vielleicht doch noch überlegt hat, sich vielleicht ein zweites Pferd zu holen oder überhaupt eins, ist das doch nicht ganz verkehrt, wenn man jetzt doch ein paar Starcoins sparen kann. Das hatten wir ja neulich mit den Quarter Horse und mit den Curly Horses auf jeden Fall schon. Und ja, ich bin gespannt, ob das jetzt auch öfter ins Spiel kommt. Also, bis zum nächsten Mal. Tschüss!